Du hast blaue Augen und blonden Haare. Ein Deutscher ist ein Mensch, der ehrlich, frei und tapfer ist. Ist jeder, der ehrlich, frei und tapfer ist, ein Deutscher? Ja, das ist für mich ein Deutscher. Jeder Mensch auf der Welt. Nein, ein Deutscher mit der deutschen Staatsangehörigkeit, ganz klar. Ach, die muss man haben im Pass. Egal, wie man dann, also, muss Deutscher, wenn jemand im Pass die deutsche Staatsangehörigkeit hat und ehrlich, frei und tapfer ist, ist er auch ein Deutscher. Man muss schon deutschstämmig sein, um Deutscher zu sein. Ja, aber ist er deutschstämmig zum Beispiel? Mit dem Namen Petritsch, ha, ist er das? Also, da sieht man, also für mich sind jetzt diejenigen Faschisten, die jetzt dabei klatschen noch. Wenn ihr jetzt sagst, auch meine Nationalität. Ach, du weißt, was ich meine, komm. Ja, natürlich, aber ob sie das im Österreichischen herkommt, aus dem Deutschen. Also mir ist es egal, ob ich Deutscher bin oder Österreicher. Ich, da hat er mit gar das ist auch kein österreichischer Name, mein Schatz. Also da da halt hier mal nicht so rum. Also, aber jetzt frage ich dich mal, warum färbst du dir denn die Haare blond? Willst du etwa deutscher wirken, als du eigentlich bist? Gut, also jetzt sind wir im Bereich, was machen wir zu Hause im Badezimmer? Gespielt, ja, Petritsch, Frage an Sie. Im Vorgespräch haben Sie uns erzählt. Ich akzeptiere alle, die sich bei uns heimisch fühlen. Akzeptieren Sie auch Ausländer? Natürlich akzeptiere ich auch. In welchem Umfang? In jedem Umfang eigentlich. Die Ausländer, die sich seit 30, 40 Jahren hier eingelebt haben, hier schon seit 30, 40 Jahren sind. Wo machen Sie denn da die Grenze? Darf ich ausreden? Ja. Gegen die ist nichts zu sagen und auch gegen die Wirtschaftsflüchtlinge oder gegen die jetzt aus Jugoslawien kommen, ist überhaupt gar kein Einwand gegen zu sagen. Auch nicht gegen die Wirtschaftsflüchtlinge, wie Sie gerade selber gesagt haben. Nur gegen Scheinasylanten ist vielleicht noch was zu tun. Machen wir die feine Unterscheidung zwischen Wirtschaftsflüchtlingen und Scheinasylanten. Die Frage ist ganz einfach, was passiert eigentlich in den Konzerten? Wir haben jetzt hier drei junge Männer stehen, die das Deutschtum hochhalten auf unterschiedliche Art und Weise. In die Konzerte kommt man im Regelfall nicht rein. Man findet die auch kaum angekündigt. Das sind geheime Veranstaltungen, zu der 800.000 Leute dann über Mundpropaganda kommen. Wir waren an einem solchen Konzert, haben zugeguckt mit einer Kamera. Sehen Sie sich das Material an. Das war Zwickau am 17. Oktober dieses Jahres. War das ein schönes Konzert in Ihren Augen? Es war ein gutes Konzert, sage ich. Warum war es gut? Sag ich, vom Publikum her war es das erste Konzert, was relativ gemischt war. Es waren sehr viele Leute da, die nicht nur kurze Haare hatten. Darf ich nur mal fragen, was geht in dir vor, wenn du da stehst und du siehst Fahne mit Hakenkreuz, Leute, Sieg Heil schreien, das kann doch gar nicht die Welt sein, die ihr nach Hause bringen, ihr könnt doch uns so nicht hinstellen, das geht doch einfach gar nicht. Was geht denn in dir vor, wenn du sowas singst? Ich bin auch Sängerin, ich singe schon über 30 Jahre. Und ich meine, ich singe auch gute Texte, aber was macht ihr aus der Musik? Warum macht ihr das? Das ist ja schrecklich. Also ich finde folgendes, ich war auf dem Konzert. Manager, eine Sekunde. Moment, er hat gesungen. Ich war auf dem Konzert, da war ich mich was dazu sagen. Nee, Sie sind gleich dran. Du singst, oder was? Sänger, was war das? Was war das? Warum war das ein schönes Konzert? Ihr sagt hier, das Publikum war gemischt. Joy Fleming hat eine Frage. Sie reichen wir doch nicht als schön empfinden. Was die Leute mit unserer Musik machen und was die vor der Bühne machen, das kann ich nicht beeinflussen. Ich mache auf jedem Konzert, da darf ich nochmal sagen, auf jedem Konzert versuche ich die Leute ruhig zu stellen, versuche zu sagen, bitte keine Randale, macht hier keine Sprüche, wir wollen keine Politik auf den Konzerten haben. Das ist immer untersagen auf dem Konzert. Rio Reiser, in welchem Umfang kann der Mann auf der Bühne, der da steht, Einfluss nehmen auf sein Publikum? Oh, sehr viel. Das ist ja gar keine Frage, das weißt du auch ganz genau. Ich kann das nicht erklären, das weißt du, in dem Augenblick, wenn du da oben bist, dann hast du eine Macht. Und wir laden dich mal ein, dass du mal mitkommst. Nee. Lass einmal ganz kurz, wirklich, wir reden von Sachen, wovon hier keiner eine Ahnung hat. Das stimmt nicht, mein Freund. Entschuldige, Thorsten. Lass mich
ganz kurz, die Ossis, die hier sind, die ich nicht verurteile, aber die Menschen leben in einer sozialen Spannung. Die leben in einer sozialen Spannung, ich rede von den Skinheads. Und die, die da zu den Konzerten kommen, die sind gewalttätig und alkoholisiert. Die greifen die Security und so weiter an. Ich habe das mit eigenen Augen erlebt, die Security hat versucht, denen die Fahne wegzunehmen. Dann sieht sie, das machen wir. Und die Security wurde täglich angegriffen. Da sind dann Hunderte, die machen Randale. Er wurde auf einem Konzert mit einem Messer bedroht und musste sich dort selbst verteidigen. Bitte, ja. Ich habe ja gedacht, dass du mich ein bisschen besser angreifst und nicht mit der PDS kommst. Du hättest bei mir gut mit Tonsteine Scherben kommen können, falls dir der Name was sagt. Ja? Sagt dir nichts. Sagt dir der Name was? Nein, der sagt dir auch nichts. Dir sagt er auch nichts. Ah, das ist Joy Fleming. Vielleicht das ist ja sehr interessant. Aber du kannst dir vielleicht vorstellen, aus welcher Band ich komme. Darf ich eine Sache zu Ende sagen. Also, erstens mal kenne ich die Situation ganz genau, wie es ist. Man kann sich da verhalten. Man kann sich klar verhalten, und wenn du das nicht kannst, wenn du da oben die Macht hast und du kannst dich nicht klar dazu verhalten, dann geh nicht mehr auf die Bühne. Joy Fleming, wie machst du das? Gleich darf ich dir was sagen. Gewöhn dir doch endlich mal ab, immer die Leute abzudegradieren. Du sagst zum Beispiel Ossis, Wessis. Hör doch mal auf mit dem Scheiß. Es ist immer dasselbe, wo man hier Ossi, Wessi. Frau Fleming, auf die Frage an Sie. Was macht man, wenn man auf der Bühne steht, die Scheinwerfer scheinen einem entgegen? Wie kann man dann unterbinden, dass die Leute Sie falsch machen? Man kann das Publikum dermaßen beeinflussen, man glaubt es gar nicht. Peter, ist der Gott auf der Bühne. Ich gehe auf kein Skinhead-Konzert. Es gibt die AOK. Da kann man sich einen Krankenschein holen und dann zum Psychotherapeuten gehen. Vielleicht ist dann noch nicht alles verloren. Wir haben jetzt den erstaunlichen Eindruck, dass wir von diesen Herren, die hier stehen, möglicherweise einen etwas anderen Eindruck haben, als das, was in den Konzerten passiert. Wir werden gleich nochmal jemanden da haben, der in den Konzerten war und der jetzt dazu etwas Näheres sagen kann. Das passiert gleich in einem. Wir wollen jetzt jemanden fragen, der bei diesem Konzert, was wir Ihnen vorhin vorgestellt haben, im Film am 17. Oktober in Zwickau dabei war, Fred Otto. Hallo. Er ist Boss einer Heavy-Metal-Band, die sich Random nennt. Ja. Sie war so eine Vorgruppe. Was ist Ihnen passiert? Ja, wir sind zu diesem Wohltätigkeitsfestival eingeladen worden. Für wen war das eigentlich? Ganz normales, für wen wohltätig, weiß ich bis jetzt noch nicht, aber das habe ich halt gestern in der Sendung Akut gehört. Dieses Festival sollte ein normales Rockfestival sein und dort sind ganz normale Rockbands, die leider Englisch singen, als Alibi-Bands eingeladen worden. Anders kann ich dazu nicht Stellung nehmen, denn wir sind nach 2,5 Titeln mit vollen Bierflaschen und allen Gegenständen von der Bühne geprügelt worden. Von wem? Von dem Publikum. Von dem Publikum. Wir hatten halt die Schwierigkeiten, Zecken zu sein. Bloß weil wir uns erlauben, Musik zu machen. Haben Sie schlecht gespielt? Ich habe hier gut geredet und nachher habt ihr auch mit uns zusammen gesessen. Das ist ja nicht so, dass ihr was gegen die Band sagt. Das ist richtig. Hast du vielleicht ehrlich, die Frage mal an dich, hast du vielleicht ehrlich das Gefühl, dass diese Diskussion heute in Zwickau hätte stattfinden können? Ich sagte ja eben. Hast du das Gefühl? Gib doch mal eine Antwort darauf. Nein, ich habe nicht das Gefühl. Und das ist es ja gerade, was ich sagen will. Die Leute wissen ja gar nicht, was auf den Konzerten losgeht. Jetzt sag du mal, du bist ja nun wirklich keiner, der jetzt im Verdacht sich zu uns hat. Hätte er den Leuten verbieten können, da irgendetwas zu machen, oder hätten sie ihn dann auch noch runtergeschmissen? Wie war die Atmosphäre? Also, haben wir alle Angst? Alles klar, Wir haben alle Angst vor euch. Wir haben das Problem, dass wir anders denken. Wir müssen Angst haben, in den Osten zu fahren, zum ganz normalen Konzert, um verprügelt zu werden. Herr Otto, ich nehme das mal müssen Angst das, was Herr Lemmer gerade sagte. Aber Herr Petritsch, habt ihr Schiss, wenn ihr solche Konzerte fahrt? Auf keinen Fall irgendwie Schiss, also vor unseren eigenen Leuten normal nicht. Wir haben natürlich auch eine sehr starke Security immer dabei, ne? Die aus Sicherheitsgründen dabei sein muss, aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben mit gewalttätigen Fans. Habt ihr Schiss? Das ist nochmal die Frage. Wir haben keine Schiss, aber wir haben eine sehr starke Security. Und deswegen wir haben Sicherheitsverkehr. Dann fragen wir nochmal Herrn Otto. Die Jungs stellen sich hier etwas anders dar, als Sie das gerade sagen. Was sind denn Ihre Vorwürfe an die drei Herren hier? Meine Vorwürfe sind eigentlich die Gespräche, die wir untereinander führen konnten im Garderobenbereich, wo ich alle Störkraftmusiker wirklich als nette, liebe Menschen kennengelernt habe. Aber ich habe auch die Äußerung mitbekommen, wir haben einfach keinen Bock mehr auf diesen glatzen Konzerten zu spielen. Ich kann diesen Mob nicht mehr ertragen. Von dir, Jörg. Ja, richtig. Bitte. Warum spielst du dann noch da? Wir waren gezwungen. Also, ich will mal so sagen, ich kann das Publikum mir nicht aussuchen. Wir haben versucht, eine breitere Bevölkerung irgendwie anzusprechen. Wenn das Publikum heutzutage immer noch mit Hakenkreuzfahnen vor uns steht und Lieder, die gegen Drogen, gegen Kindesmisshandlung von uns gesungen werden, immer noch mit Sieg Heil
grüßen. Da kann ich wirklich nichts mehr dran machen. Also, sag mal, meine Meinung, Herr Petritsch, Sie sind, Herr Petritsch, Sie sind, Herr Lemmer, ich war dran, Entschuldigung. Herr Petritsch, Sie sind Großhandelskaufmann. Ja, wenn Sie auf solchen Konzerten nicht spielen wollen, dann machen Sie Ihren Job und haben überhaupt keine Probleme damit. Warum spielen Sie weiter auf solchen Konzerten, wenn Sie wissen, wie es ausgeht? Musik, wie gesagt, Musik ist mein Leben und ich stehe zu meiner Musik. Ich mache die Musik aus dem Bauch raus und ich möchte auch weiterhin Konzerte geben. Nur denke ich mir vielleicht in Zukunft, dass die ganze Musik, wir werden die neue Platte, die jetzt auch bald rauskommt, wir sprechen eine breitere Bevölkerung mit der ganzen Musik an. Dass auch andere Leute zu den Konzerten kommen können, die Musik hören und auch vielleicht mal ein bisschen Verständnis haben. Jetzt pass mal auf, wie wollen Sie denn zum Beispiel die Skinheads raushalten, damit normale Leute da sich hintrauen? Nein, nein. Wir wollen keine Skinheads raushalten. Wir distanzieren uns nicht von irgendwelchen Leuten, die mal unsere Musik hören. Ja? Wir wollen keine Gruppen ausgrenzen. Ob es linke oder rechte Gruppen sind, spielt gar keine Rolle. Wir grenzen niemanden auf unseren Konzerten auf. Nicht mal Ausländer? Nicht mal Ausländer. Wer zu unseren Konzerten kommen will, der kann auch kommen. Und ist ungefährdet? Wie das Publikum auf Ausländer reagiert oder auf Andersdenkende oder auf Langhaarige. Fritz Otto ist rausgeschmissen worden. Achtkantig rausgeschmissen worden. Haben wir auch nicht verhindern können. Ich möchte dazu sagen, ich hatte danach noch ein kleines Gespräch mit denen gehabt und das hat mir wirklich leid getan. Wir haben uns auf der Autobahn aufgelesen, wir hatten einen Unfall gehabt. Und wir sind dann noch zusammengekommen und ich habe auch gesagt, da tut mir so leid, dass die wirklich nicht spielen können, weil jeder derjenigen, die bei uns mitgespielt haben,